OM Online Podcast. Der Thementalk für das Oldenburger Münsterland. Es hörte sich zunächst wie ein klassischer Schildbürgerstreich an. 2018 rückten am Kloppenburger Bahnhof die Bauarbeiter an. Ihr Auftrag: die historische Gleisunterführung mit 300 Kubikmeter Beton auffüllen. Das Problem bei der ganzen Sache: rechtlich gesehen steht das gesamte Bahnhofsgelände und damit auch die Unterführung unter Denkmalschutz. Bauliche Veränderungen sind deshalb nicht so einfach möglich. Die Deutsche Bahn wiederum argumentierte mit dem angeblich schlechten Zustand der Personenunterführung, der sogar die Statik gefährde. Allerdings wurde noch nicht einmal die Stadt Kloppenburg in das Vorhaben eingeweiht. Die zeigte sich verwundert und forderte zwischenzeitlich den Rückbau des zu 2/3 eingefüllten Betons. Und auch bei einigen Bürgerinnen und Bürgern sorgte die Aktion für Protest. Nun gibt es neue Entwicklungen in dem Fall. Wie diese Entwicklungen aussehen, wie sich die Betonaffäre von Kloppenburg abgespielt hat und welche medialen Wellen diese Bahnhofsposse geschlagen hat, darüber sprechen wir in der heutigen Folge. Mein Name ist Kaschen Duzart. Und mein Name ist Jan Scholz und damit herzlich willkommen zum Podcast von OM Online. Und unsere heutigen Gäste zu dem Thema sind zum einen Klaus Steinkamp. Er ist ehrenamtlicher Bau- und Bodendenkmalpfleger der Stadt Kloppenburg. Moin, Herr Steinkamp. Ja, schönen guten Tag. Und zum anderen unser Kollege Oliver Hermes, Stadtreporter für Kloppenburg. Moin, Olli. Moin. Herr Steinkamp, aus Ihrer Sicht, welche Teile des Bahnhofes sind denn überhaupt erhaltenswert? Ja, auf meine Sicht kommt es in dem Sinne gar nicht an. Es ist gesetzlich normiert. Aber ich kann dem voll zustimmen. Also im Grunde genommen ist der gesamte Bahnhof mit allen baulichen Einrichtungen denkmalgeschützt. Da gehören natürlich auch die Nebenanlagen dazu, denn die repräsentieren auch den Bahnbetrieb. Und deswegen sind die als Ensemble geschützt. Ja, und das meint alle Gebäude, vom Stellwerk über das Hauptgebäude, über die Eisenbahn Fahrsteigüberdachung bis hin zu der Gleisunterführung mit den Einhausungen und letztendlich auch dem Lokschuppen, der vor Jahren in ein Altenheim integriert wurde. Im Grunde genommen Musterbeispiel für die Möglichkeiten, Baudenkmale zu erhalten. Olli, du bist Stadtreporter für Kloppenburg und hast das Ganze ja über die Zeit mit begleitet. Magst du uns nochmal erzählen, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass die Unterführung beim Kloppenburger Bahnhof verfüllt worden ist? Ja, wie genau es dazu gekommen ist, kann man, glaube ich, gar nicht sagen. Was man sagen kann, ist, dass es schon ziemlich überraschend war. Also ich kann mich noch daran erinnern, das war im Oktober 2018, haben wir einen Anruf in der Redaktion bekommen von einem Leser, der wohl beim Bahnhof vor Ort war, der einfach sagte, die füllen hier Beton in den Tunnel, ihr müsst vorbeikommen. Dann ist der Kollege Hubert Kohlgemeier, der damals auch noch im Dienst war, auch sofort rübergefahren, hat dann dort vor Ort Mitarbeiter auch gesehen. Und es war dann auch so, wie der Leser beschrieben hatte. Es war ein Betonwagen vor Ort, ein großer Schlauch wurde in den Tunnel geleitet. Und da haben die Mitarbeiter dann diesen ganzen Tunnel mit Beton verfüllt. Und keiner wusste davon. Das war dann schon sehr überraschend. Ja, und auch die Mitarbeiter vor Ort konnten nicht viel sagen, weil sie eigentlich nur den Auftrag der Bahn ausgeführt haben. Herr Steinkamp, Sie waren einer der Ersten vor Ort und damit auch Zeuge des Geschehens. Wie haben Sie überhaupt davon erfahren? Wir sind seit 4 Generationen Bahnspediteure in Kloppenburg, haben von 1903 bis 1989 den Güterverkehr in Kloppenburg durchgeführt. Und unsere Firma war direkt gegenüber dem Bahnhof. Mein Bruder lebt da heute noch und hat durch Zufall letztendlich die Betonmischwagen gesehen und hat mich dann informiert. Was ist Ihnen durch den Kopf gegangen, als Ihr Bruder Ihnen am Telefon erzählt hat, pass mal auf, da wird gerade, glaube ich, Beton in die Unterführung eingeführt? Ja, die erste Überlegung war, wurde da vielleicht der Denkmalschutz aufgeweicht, wie damals bei der Viehrampe? Was ist da los? Ich bin dann hingefahren und habe gedacht, am besten erkundigen und dann mal sehen, was da im Grunde genommen eigentlich geplant ist. Was haben Sie dann vor Ort erfahren, am Bauzaun quasi? Das waren zwei verschiedene Firmen, dort vor Ort aufgezogen. Also einen Bauzaun gab es nicht. Die Baustelle war nicht irgendwie abgesperrt oder so. Die eine Firma kam aus Ostfriesland, das war eine Baufirma und dann halt eine Betonfirma aus Kloppenburg. Und von den Arbeitern der Baufirma habe ich erfahren, dass die historische
Treppenhauseinhausung abgerissen werden soll, nachdem der Tunnel der Gleisunterführung mit Beton aufgefüllt wurde. Und das war eigentlich der Plan, um dann letztendlich auf der Bodenplatte Fahrräder abzustellen. Als Sie das erfahren haben, was haben Sie sich da gedacht? Naja, der Bahnhof mit all seinen Nebenanlagen ist denkmalgeschützt. Also hier wird gerade ein Baudenkmal aktiv zerstört. Was macht man in so einer Situation als Bau- und Denkmalpfleger? Weil so eine Situation, die passiert ja nicht jeden Tag. Nein, das war jetzt in dem Sinne das erste Mal. Ich bin dann halt zur Stadt gefahren mit dem Fahrrad, um den entsprechenden Mitarbeiter der unteren Denkmalschutzbehörde zu befragen, ob die darüber Kenntnis haben. Leider war keiner vor Ort. Ich habe dann aber auf dem Rückweg durch Zufall bei einem Außentermin die ganze Behörde getroffen und die haben mich genauso verdutzt angeguckt, wie ich zuvor beim Bahnhof stand. Und wie ging es dann weiter? Wir haben dann abgesprochen, dass ich zurückfahre, den Leuten sage, Moment, der ist denkmalgeschützt, der Bahnhof mit seinen Nebenanlagen, Arbeiten einstellen. Das haben die dann noch nicht gemacht, aber die Bauaufsicht der Stadt Cloppenburg hatte ich es dann sozusagen vor Ort dann erklärt, dass das so nicht geht und die Arbeiten wurden eingestellt. Olli, wie hat denn die Bahn damals argumentiert, warum sie die Unterführung mit Beton verfüllen wollte? Ja, zunächst hat die Bahn eigentlich gar nicht argumentiert. Auch auf eine Presseanfrage haben sie am ersten Tag gar nicht reagiert. Die Antwort kam dann am nächsten Tag und die Argumentation war, oder die Bahn hat dann gesagt, die Personenunterführung würde nicht mehr den heutigen Anforderungen an die Statik entsprechen. Dies war vorher eigentlich nie ein Thema, deswegen kam es ja auch so überraschend. Gleichzeitig haben sie allerdings auch am Tag danach bedauert, dass sie nicht schon vorher mit der Stadt gesprochen haben und einfach so vor Ort waren. Ja, es war nämlich ja auch so, dass die Stadt sich durchaus, dass es da ja Aufregung über diesen Vorfall gab. Wie hat die Stadt denn reagiert auf das Ganze? Ja, eigentlich war es so wie bei allen, wie bei dem Leser, wie bei uns in der Redaktion. Auch da wusste man gar nichts und man war sehr überrascht. Also ich glaube sogar, dass unser Mitarbeiter eher vor Ort war als die Stadt, weil es für die auch so überraschend war. Die haben dann, als sie sich das vor Ort angeguckt haben, sofort einen Baustopp verhängt. Also die untere Denkmalschutzbehörde der Stadt hat sofort gesagt, dass das beendet werden muss. Ja, die Mitarbeiter vor Ort, die eigentlich nur den Auftrag ausführen sollten, haben das dann auch getan. Aber da waren schon, ich glaube, es waren 20 Ladungen, also aus 20 Betonwagen, die schon in dem Tunnel gelandet sind. Und der war dann auch schon zur Hälfte verfüllt. Und das ist ja bis heute noch so. Zwischenzeitlich stand von Seiten der Stadt ja auch eine Klage im Raum. Wie steht's darum? Ja, die Stadt und die untere Denkmalschutzbehörde hat dann in den Tagen und Wochen danach die Situation noch einmal bewertet und hat dann als Ergebnis offenbar Mitarbeiter der Bahn verklagt. Dabei ging es um die Zerstörung eines Kulturdenkmals. Die Staatsanwaltschaft hat auch Ermittlungen aufgenommen, aber auf Nachfrage ungefähr ein Jahr später, nach dem Vorfall, hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen eingestellt. Also die Begründung war, sie sehen keinen hinreichenden Verdacht dafür. Wir haben denn auf diesen ganzen Vorfall, du hast es eben schon mal kurz angesprochen, dass es da durchaus von Lesern Verwunderung gab über diesen Vorfall. Aber wie haben die Cloppenburger ja auf dieses ganze Prozedere reagiert? Ich würde sagen, auch zum größten Teil verwundert, weil es vorher eigentlich kein Thema war, dass mit dem Tunnel und auch mit den Wartehäuschen irgendwas passieren soll. Die standen da, standen auch seit langer Zeit leer, deswegen war es nie ein Thema. Und umso überraschender war, dass auf einmal die Betonwagen dort vor Ort waren. Ich glaube, dass sich viele über das Vorgehen gewundert haben, auch gerade, dass es keine Absprache gab von der Bahn aus. Aber letztendlich wurde der Tunnel auch nicht mehr benutzt und er hatte ehrlich gesagt auch nicht den besten Ruf. Trotz allem hat die Betonaffäre von Cloppenburg gerade auch medial für viele Schlagzeilen gesorgt und für sehr viel Belustigung. Unter anderem gab es einen Beitrag des NDR-Formats Extra 3, in dem auch Sie, Herr Steinkamp, aufgetreten sind. Wie haben Sie das wahrgenommen? Also interessant war einmal die hohe Erreichbarkeit dieser Berichterstattung. Das hatte ich so vorher aus Presseartikeln noch nicht wahrgenommen. Anscheinend hatte das also wirklich jeder gesehen. Und letztendlich mein Spruch, was reingeht, geht auch wieder raus, eigentlich als Belustigung von vielen aufgefasst, war von mir aber richtig ernst gemeint. Denn ich kenne das aus dem beruflichen Alltag.
wenn man irgendwo Beton aushärten lässt, der da nicht reingehört, dann muss man sehen, dass man ihn wieder rausbekommt. Das war im Grunde genommen der Tenor, dass die meisten sich darüber lustig gemacht haben. Mir hat das eigentlich eher, mich hat das eigentlich eher gestört, dass dieses Baudenkmal geschädigt wurde. Und welche Reaktion hat es so gegeben? Also persönlich in Kloppenburg eigentlich keine. Mehr oder weniger schwierig wurde es, als der Bericht bei YouTube veröffentlicht wurde von Extra 3. Da kamen dann letztendlich auch viele negative Aussagen. Denkmalschützer gehören einbetoniert und so weiter. Das hat mich jetzt letztendlich nicht weiter interessiert. Ich mache das Ganze ehrenamtlich und habe durch Zufall gesehen, dass da ein Vorgang stattfindet, der gesetzlich nicht in Ordnung ist. Olli, wie hat sich denn die Situation nach der Befüllung und nachdem die Klage im Raum stand seitens der Stadt weiterentwickelt? Also als die Ermittlungen eingestellt wurden, haben dann die Bahn und die Stadt weitere Gespräche geführt. Die Stadt hat daraufhin auch das Amt für Denkmalpflege in Hannover zu Rate gezogen. Dort gab es dann eine Anfrage der Stadt. Es hatte sich aber einiges geändert. Zunächst war geplant, den Beton wieder aus dem Tunnel herauszuholen. Das schien aber doch sehr aufwendig. Deswegen hat die Stadt bei dem Amt für Denkmalpflege nachgefragt, ob es möglich wäre, den Tunnel komplett mit Beton zu verfüllen. Und die Behörde in Hannover hat daraufhin dann gesagt, das ist möglich. Sie hat allerdings auch Voraussetzungen dafür vorgegeben. Zum einen sollten die Wartehäuschen wieder instand gesetzt werden, weil das Amt für Denkmalpflege auch die Wartehäuschen als denkmalgeschützt ansieht. Dies war vorher auch noch ein Konflikt zwischen Bahn und Stadt, da gab es verschiedene Ansichten, aber das Amt hat dies dann klargestellt. Und außerdem sollten die Treppen mit einer Folie geschützt werden, also nicht, dass der Beton direkt auf die Treppen gefüllt wird. Okay, jetzt sind wir im Jahr 2022. Wie soll es jetzt weitergehen? Welche Pläne haben Bahn, Stadt, aber auch vielleicht ja die Denkmalpflege? Also wie gesagt, da gab es dann die Einschätzung aus Hannover, dass die Wartehäuschen erst einmal saniert werden müssen. Da gab es jetzt im März auch schon die ersten Arbeiten. Die hat die Bahn vorher angekündigt dieses Mal und haben diese dann auch im März durchgeführt. Also sind zum Beispiel Scheiben ersetzt worden, weil bei dem Wartehäuschen an Gleis 2 eigentlich fast alle Scheiben schon beschädigt waren. Das Dach wurde saniert, also die ersten Arbeiten dort sind erfolgt. Auf Nachfrage hat die Bahn gerade jetzt bestätigt, dass weitere Arbeiten noch nötig sind an den Häuschen. Das könnte allerdings noch etwas andauern, weil dafür müsste die Strecke gesperrt werden und eine Streckensperrung oder eine Genehmigung für eine Streckensperrung, das könnte sich noch nach Angaben der Bahn etwas hinziehen. Die ganze Betonaffäre liegt jetzt ja schon ein paar Jahre zurück. Wie blickt man denn heute auf dieses ganze Thema, Olli, im Rathaus von Kloppenburg? Ist das da noch präsent oder wie sieht das aus? Meine Wahrnehmung ist, dass das in den politischen Kreisen kein großes Thema mehr ist. Und auch die Stadt hat bei den letzten beiden Anfragen von unserer Seite aus fast immer auf die Bahn verwiesen. Also ich denke, es gibt da einen engen Austausch zwischen Bahn und Stadt. So, der Anfang war natürlich nicht so gut, da gab es gar keinen Austausch, das hat sich im Laufe der Jahre dann entwickelt. Jetzt ist es so, dass die Stadt eigentlich nur auf die Bahn verweist und ich habe das Gefühl, dass man froh ist, dass jetzt etwas passiert. Herr Steinkamp, gibt es aus Ihrer Sicht denn zumindest einen positiven Aspekt an dieser ganzen Geschichte? Denn letztlich kann man ja auch sagen, Sie haben Ihre ehrenamtliche Arbeit ausgeführt und haben dort ein historisches denkmalgeschütztes Gebäude vor der Zerstörung bewahrt. Ja, es ist zumindest nur zu einer Teilzerstörung gekommen. Und wenn man nicht eingegriffen hätte, dann wäre vermutlich noch viel mehr passiert. Jetzt ist zumindest die Treppenhauseinhausung, die recht interessant ist, weil sie schon in Stahlbeton um 1913 als Schmetterlingsdach ausgeführt wurde, ganz tolle Zierelemente, bahntypisch im unteren Sockelbereich hat. Das ist im Grunde genommen alles erhalten geblieben. Aber ist das Ganze für Sie ein Erfolgserlebnis? Naja, es bleibt immer der schale Beigeschmack, dass der Tunnel mit Beton verfüllt wurde und letztendlich das Bauwerk in seiner Funktion mit Treppenhaus, Tunnel und aufgehendem Treppenhaus so nicht mehr existiert. Gut, der Fairness halber müsste man jetzt sagen, der Tunnel ist nicht komplett verfüllt worden. Es gibt ja noch diese
50 oder 30 Zentimeter Lufthöhe. Wo wir ehrlich gesagt beide nicht mehr durchpassen. Zumindest nicht im Stehen. Wenn Sie jetzt eine Lehre aus dieser ganzen Sache ziehen würden, was wäre das? Ja, vielleicht sollten andere Bürger auch eine Lehre daraus ziehen, denn letztendlich wurden Personen im Kulturbahnhof schon um 8 Uhr informiert und die hätten eingreifen können. Dann wäre es gar nicht mehr zu der Zerstörung gekommen, wenn die Stadt früh genug informiert worden wäre. Und das sehe ich eigentlich als Fazit. Also Denkmalpflege, Denkmalschutz ist ein gesamtpolitischer Auftrag an alle Bürger. Der pflegliche Umgang mit unserer Kulturgeschichte, das ist einfach etwas, was in einer Kulturnation wie Deutschland selbstverständlich sein sollte. Das Ganze wurde ja immer wieder auch als Schildbürgerstreich bezeichnet. Unter anderem hat es ja auch diesen extra 3-Beitrag gegeben. Olli, wenn wir jetzt nochmal abschließend darauf schauen, welches Fazit müsste man daraus ziehen oder wie ist das einzuschätzen? Ja, es war schon eine kuriose Situation, muss man schon sagen. Also, dass die Bahn ohne Ankündigung bis zu 20 Betonwagen in Kloppenburg vorbeischickt und einfach den Tunnel mit Beton volllaufen lässt, war schon wirklich kurios. Ich glaube, dass es dennoch zu der Zeit kein so großes Problem war, weil dieser Tunnel einfach auch keinen guten Ruf mehr hatte. Er wurde nicht mehr genutzt und eigentlich wollte auch niemand mehr da durchgehen. Mit Blick auf die Zukunft ist es natürlich noch die Frage, der Schienenverkehr soll wieder ausgebaut werden. Vieles soll auf die Schiene, wenn man wieder das zweite Gleis braucht. Wie sieht es dann mit dem Tunnel aus? Hätte man ihn dann doch gebrauchen können? Muss man jetzt eventuell eine Überführung bauen? Also das ist dann schon sehr kurios, einfach ein Bauwerk mit Beton zu verfüllen, wo man nicht weiß, was noch passieren wird. Ich finde, das Verhalten der Bahn ist sehr verwunderlich. Also wirklich ohne Ankündigung die Betonwagen zu schicken. Abschließend glaube ich einfach, wahrscheinlich hätte ein Anruf oder ein Gespräch gereicht, um die ganze Situation nicht über Jahre so eskalieren zu lassen. Sagt Oliver Hermes, unser Reporter für Kloppenburg. Danke dir, Olli. Gerne. Und auch danke Ihnen, Herr Steinkamp, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, ich danke Ihnen auch. Das war's für diese Woche. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch gerne unseren Podcast. Zudem könnt ihr unseren Podcast auch ganz bequem in unserer News-App hören. Die gibt es kostenlos zum Download im App und Play Store. Und falls ihr Anregungen zu unserem Podcast habt, freuen wir uns über euer Feedback. Am einfachsten könnt ihr uns das per Mail mitteilen, nämlich an redaktion@om-medien.de. Und uns bleibt am Ende nicht mehr viel zu sagen als danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ich bin Jan Scholz. Und ich bin Kaschen Duzart. Bleibt gesund. Tschüss.